Und so war das bei mir auch. Das ist nun mal so. Andere Leute haben vielleicht Sex und reden nicht so viel drüber. Wenn du cool bist, hast du Sex und redest nicht drüber. Wenn du gerne Sex hättest, also ich war damals ein Metaller-Metal-Fan sehr, sehr lange und bei mir in der Klasse gab es kein Mädchen, das Metal auch nur ansatzweise gut fand und ich hatte so enge Jeans an und so lange Spaghetti-Haare, ich sah auch echt scheiße aus. Es gibt Leute, die sehen cool aus, wenn sie Metaller sind und es gibt Leute, denen passt es einfach nicht. Und ich war einer von denen, zu denen es nicht gepasst hat. So. Also das muss man ganz ehrlich mal sagen, ich war ein fragwürdiger Metal-Fan. Und ja, ist so. Und hab dann Sex-Rock-Lieder geschrieben. Aber ich spiele euch heute eins vor und ich schäme mich für dieses Lied. Es ist wirklich, es ist der Humor eines 18-Jährigen. Aber der Song hat eine gewisse Tiefe, mit der ich sagen möchte, dass ich auch damals schon ziemlich deep war. Und der Wein macht Kopfschmerzen, das hat einen Drehverschluss, die Flasche. Das ist kein gutes Zeichen. Der Song ist... Er gehört dazu einfach, weil ihr sollt, wie gesagt, nachher die guten Songs mehr schätzen lernen. Er gehört zu meiner Vita nun mal und es wäre doof, das irgendwie zu verheimlichen, dass man mal mit 18, 17 so eine Songs geschrieben hat. Der Song heißt Schmeckt wie Pisse riecht. Es ist total peinlich. Bitte geht noch nicht, bitte geht nicht. Bitte bleibt hier. Das Essen bei meiner Oma war immer etwas sonderbar, das wurde mir leider viel zu spät erst klar. Genauer genommen erst, als sie mir Erbsensuppe kochte und ich diese überhaupt nicht mochte. Ich mein, wie nennt man es sonst, wenn man besinnungslos am Boden liegt? Also sagte ich, Omi, deine Suppe schmeckt wie Pisse riecht. Jetzt kommt der peinliche Part. Ich wurde langsam älter, ich ging auch abends aus, lernte ein Mädchen kennen, die nahm mich mit nach Haus. Und in ihrer Wohnung küsste ich ihren Intimbereich. Diese Küsse waren für mich nicht sehr leicht. Ich meine, ich bin kein Lügner und sag dir ins Gesicht, du, wenn ich dich da küsse, das schmeckt wie Pisse riecht. Wartet ab, bitte. Nicht alles, was gut aussieht, ist in Wirklichkeit gleich toll. Bei manchen Dingen fragt man sich, was das eigentlich soll. Ich meine, wenn man jemanden gern hat, vielleicht sogar liebt, dann ist es scheißegal, ob es schmeckt, wie Pisse riecht.